Einen wunderschönen guten Abend hier zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live Podcasts. Endlich mal wieder. Die letzte Folge ist ein paar Tage her und es geht jetzt weiter Schlag auf Schlag. Ein Thema geiler als das nächste. Ein Interviewpartner spektakulärer als der nächste. Und ja, der Lebe Mutig Live Podcast zeichnet sich ja dadurch aus, dass alle Gespräche wirklich live sind, auf Facebook gestreamt werden. Das heißt, du kannst jetzt live dabei sein bei Facebook, kannst interagieren, kannst deine Fragen stellen, die ich direkt hier an meinen Gast weiterreichen kann. Und der Lebe Mutig Live Podcast interviewt mutige Macher, die in ihrem Leben die ein oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute in ihrem Bereich sehr, sehr erfolgreich sind. Und ich freue mich wahnsinnig auf das heutige Gespräch, dass du natürlich auch, wenn du jetzt nicht live dabei bist, vermutlich gerade bei iTunes im Audio-Podcast hörst oder bei Spotify oder bei Deezer oder bei YouTube die Videoaufzeichnung siehst. Und ja, ich freue mich, dass wir schon 8 Millionen Live-Zuschauer gerade drauf haben. Und ich würde sehr freuen, wenn ihr mir einen kurzen Daumen hoch gebt, wenn ihr uns gut hören und gut sehen könnt und vielleicht einen kurzen Kommentar reinhaut, von wo ihr gerade zuschaut. Also einmal die Stadt, in der ihr gerade seid, dass wir so ein bisschen wissen, wo wir denn gerade hier überhaupt sind, überall in ganz Deutschland. Der André ist mit dabei. Schönen guten Abend, André. 13 Millionen Zuschauer. Ja, also richtig was los hier. Und ich freue mich wahnsinnig auf meinen heutigen Interviewgast. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Und es kam eher der Kontakt, weil wir beide gemeinsam in 2 Wochen auf einem Event als Speaker eingeladen sind. Und dann hat er spontan bei meinem Seminar vorbeigeschaut, bei Lebe Mutig und Gewinne, vor ein paar Wochen. Und da haben wir uns dann kennengelernt und seitdem verfolge ich so ein bisschen, was er macht. Und er ist wirklich eine absolute Rakete. Er hat nicht nur das Geheimnis entschlüsselt, wie du zur Persönlichkeitsrakete wirst, mit besonders viel Charisma, sondern er ist selber auch ein unfassbar energiegeladener Typ. Und von seiner Vita her, ja, hat er auch schon ein bisschen was gerissen. Also seit 20 Jahren als Vertriebstrainer, als Coach tätig, hauptsächlich in der Finanzbranche, über 2000 Seminartage, also wirklich ein Mann, der unfassbar viel Erfahrung hat in den Bereichen Vertrieb und Coaching, ausgebildeter NLP-Trainer und die Liste seiner Qualifikationen würde den zeitlichen Rahmen sprengen, wenn ich sie jetzt alle vorlesen würde. Dementsprechend möchte ich ihn einfach begrüßen. Herzlich willkommen, Dominik Görke, ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch, Kerim. Danke für die tolle Anmoderation. Hat mir sehr gut gefallen, ja. Also gerne mehr davon, ja. Aber ich bin ja auch ein großer Fan von dir, ne. Ich kann ja nicht ohne dein Bändchen hier, ne. Also das habe ich immer dabei. Ja, du hast doch ein paar andere Bändchen auch dran, oder? Wo warst du überall so in letzter Zeit? Ja, das bin ich selber, ne. Und ich habe eine tolle Begegnung gehabt mit Tobias Beck, den du ja auch sehr, sehr gut kennst. Mhm. Und seitdem bin ich ein großer Fan und dann darf ich dieses Bändchen auch nicht mehr ablegen. Das habe ich auch in allen Variationen hier zu Hause. Richtig, was los hier? Also wir haben hier die Nadine aus München, der Florian vom Bodensee, die Lisa, die Jasmin aus Ulm, der Rudi aus Dortmund, der André aus Dortmund. Das ist deine Fan-Community wahrscheinlich hier aus Dortmund. Den Rudi kenne ich jetzt nicht, den André kenne ich natürlich, aber den Rudi kenne ich jetzt noch nicht, aber hallo Rudi. Du kommst ja selber auch aus Dortmund oder lebst in Dortmund, in der Nähe von Dortmund aktuell und bist du auch da geboren? Ich bin da geboren, aufgewachsen, alles. Ich habe die Stadt einmal verlassen für ein halbes Jahr, da bin ich nach Köln gezogen, aber ich muss sagen, Köln war mir zu aufregend, da habe ich gesagt, da gehe ich wieder ins Stille Dortmund, was nicht wirklich still ist. Da wird ja nicht so guter Fußball gespielt in Köln, ne? Das ist da alles ein bisschen schwieriger. Und schon schalten die Kölner ab, aber das, ich glaube, das dürfen sie sich ruhig eingestehen. Dominik, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Du bist Keynote-Speaker heute und Experte für Charisma. Das warst du ja nicht immer, du warst nicht immer Keynote-Speaker, du warst nicht immer charismatisch, aber du hast das Geheimnis entschlüsselt, wie man charismatisch, ich glaube, charismatisch ist keiner von uns auf die Welt gekommen, um das zu erklären. Ich behaupte ja immer, und da wirst du mir zustimmen, Charisma kann man lernen, ja, sonst wärst du ja arbeitslos quasi, weil das ist ja das, was du den Menschen beibringst, unter anderem. Wie bist du Keynote-Speaker geworden? Wie war dein Weg? Ich habe ja eben ein bisschen was angeteasert, aber erzähl doch mal selber so ein bisschen, wie kam es gerade zu dem Thema Charisma und dazu, dass du jetzt vorwiegend auf den ganz großen Bühnen stehst? Das wollen wir hoffen. Also, Charisma ist mir
schon in die Wiege gelegt worden. Also als meine Eltern mit dem Kinderwagen durch die Gegend gefahren sind, habe ich schon immer rausgeguckt. Ich habe mich nie hinten angelehnt. Ich war schon immer energiegeladen und ich habe auf jeden Fall immer rausgeguckt und schon die Leute angelächelt. Und die Leute sind auf mich zugekommen oder auf meine Eltern zugegangen und haben gesagt, Mensch, ist das ein tolles Mädchen? Und ja. Und da haben dann meine Eltern gleich die Einwandbehandlung gebracht. Nein, das ist nur ein sehr, sehr netter Junge, der unheimlich freundlich den Leuten gegenübertritt. So fing das Ganze an. Und ja, aber noch weiter, wenn ich in die berufliche Bahn direkt reinsteige, Laufbahn direkt einsteige, ist es so, dass ich Bankkaufmann gelernt habe und das sogar 13,5 Jahre gemacht habe, ehe ich mich dann entschlossen habe, so die Trainerlaufbahn, die ich in der Bank auch gelernt habe und sämtliche Ausbildungen dazu gemacht habe, dann als Selbstständiger zu absolvieren. Bin dann eingestiegen in die ganze Nummer als Verkaufstrainer und habe dort, schon wirklich gute Erfolge gefeiert. Habe einen sehr, sehr guten Freund von mir verholfen, dass er jetzt ein schönes Leben auf Mallorca führen darf. Ich bin immer noch hier. Weiß ich auch nicht, wie das gekommen ist, ja, aber auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall seine Laufbahn so eingeschlagen, weil ich seine Leute ausgebildet habe, die in Sachen Verkauf, in Sachen andere Denkweise, in Sachen Charisma unheimlich gut gepunktet haben. Und und das war so das Erste, was ich angegriffen habe. Dann kamen ganz viele Aufträge und da bin ich sehr, sehr hoch geflogen und dann bin ich aber auch sehr, sehr tief gefallen, das muss ich auch dazu sagen. Weil dann die Wirtschaftskrise kam und auf einmal wollte kein Auftraggeber mehr das zahlen, was ich aufgerufen hatte. Und dann musste ich erstmal wieder gucken, wo gibt's denn Land überhaupt für mich. Und dann habe ich mich gefragt, warum hast du immer gut verkauft? Was hat dich immer so ausgezeichnet in der ganzen Geschichte? Und dann habe ich das NLP für mich entdeckt, also das neurolinguistische Programmieren. Und Ich wollte der ganzen Sache auf die Spur gehen. Ich wollte wissen, warum habe ich denn überhaupt immer gut verkauft? Und dort habe ich dann, ich glaube, so meinen Segen gefunden. Und da habe ich dann wirklich erfahren, was mich ausmacht, warum mir die Leute gefolgt sind und warum meine Ausbildung immer noch ein bisschen effektiver war als die der anderen Trainer, die um mich herum waren. Und habe das dann bis zum Master- und Lehrtrainer durchgezogen und ja, und da habe ich dann unheimlich über mich selbst gelernt. Bin dann in die Versicherungsbranche eingestiegen und dort auch als Trainer, weil ich ja als Selbstständiger nicht mehr das Salär hatte, was ich eigentlich haben wollte, und habe mich dann wieder anstellen lassen und habe das bis zuletzt auch getan als Trainer und Coach. Und und jetzt bin ich seit Januar 2018 auf dem Weg zum Keynote-Speaker. Also ich habe schon oft vor Tausenden von Leuten gesprochen, auch vor 3.000, das ist, glaube ich, mein höchstes gewesen, als auch vor 200-300 Leuten gesprochen, ist aber jetzt mein Hobby geworden. Ich möchte die Leute begeistern von dem Thema Verkauf, von dem Thema Mindset. Also was ist der Punkt, der dich gerade an dem Thema so reizt? Also ich habe das in unheimlich vielen Coaching-Gesprächen mitbekommen, wenn ich mit Coaches rausgefahren bin zum Kunden und die Leute immer ganz erfolgreich an dem eigentlichen Berater vorbeigeschaut haben und mit mir dann Kontakt aufnehmen wollten. Und was habe ich anders gemacht als die anderen? Ich habe, ich bin als schon gleich immer lächelnd auf die Leute zugegangen, direkt zugegangen, starke Vorstellung, starke Körperhaltung, ist das, was die Leute erstmal in den Bann zieht. Und und dann einfach das so die Neugier für die Person gegenüber, dass diese Neugier die Leute in deinen Bann ziehen kann. Wenn du wirklich aufrichtig dich für jemanden interessierst, dann folgen dir die Leute auch. Und man hat den Raum gescannt, man hat Bilder gesehen, man hat sich wirklich mit den Bildern auseinandergesetzt, man hat gefragt, man hat die Leute interviewt und ist gar nicht auf die Produkte oder auf die Dienstleistung irgendwie zu sprechen gekommen, sondern ist dann gleich mit den Leuten erstmal persönlich geworden. Und das war der Punkt, wie die Leute dann halt zu mir gekommen sind oder wie die Leute dann das Gespräch mit mir gesucht haben, an dem Berater vorbei.
Und da irgendwann hat mich mal ein Berater unterbrochen in einem Gespräch und der meinte dann so, wir müssen jetzt mal hier langsam vorankommen, ja. Wir haben ja hier noch ein paar Termine vor uns, ne? Und ich dachte mir so, Junge, was machst du da, ne? Und jetzt haben wir gerade das Eis gebrochen und er kam wieder mit den knallharten Fakten und das war natürlich dann so der Bruch im Gespräch, ne? Und ja, Charisma ist nichts anderes als ja, Leute in den Bann ziehen, ist eine besondere Gabe. Im Griechischen sagt man, also es kommt aus der Theologie, griechisch sagt man, es ist eine Gnadengabe. Mhm. Und ich sage, es ist eine besondere Ausstrahlung, du hast es schon richtig gesagt, die man lernen kann. Es ist keine Fähigkeit oder keine Fertigkeit wirklich, sondern es ist eine Fremdwahrnehmung. Mhm. Du kennst das auch, wenn du auf den Bühnen dieser Welt stehst und es gibt immer Leute, die erreichst du, die sagen, boah, was für ein charismatischer Typ, und es gibt Leute, die erreichst du nicht. Ja. Ja? Das heißt aber nicht, dass du nicht einen höheren Anteil an Charisma hast, sondern die Leute finden wahrscheinlich generell erstmal alles doof. Ja. Ja? Also, ich sag das immer ganz, ganz gerne so, so kennst du die Schlümpfe, ja, blau, weiße Mütze, ja, eigentlich süß, alle finden die Schlümpfe toll, aber es gibt immer welche, die finden die nicht toll. Und das sind meistens die Leute, die gar nichts gut finden. Und auf die musst du auch nicht erreichen. Also auf die musst du auch kein Charisma ausüben. Ja, das ist ja auch was du hast ihn eben angesprochen, Tobi Beck immer wieder sagt, selbst die Biene Maya hat Hater, wenn du auf YouTube guckst. Guck mal, was ist so dieser eine Schlüsselelement, was du jemandem mitgeben kannst, um besonders charismatisch zu sein? Ist es ausschließlich das Thema Aufmerksamkeit, was du eben gesagt hast, also wirklich voll bei dem anderen sein, oder kommt da für dich noch was mit dazu? Oh, da kommt eine ganze Menge hinzu. Ich habe alleine damals ein E-Book geschrieben über 41 Tipps und das sind noch nicht mehr alle. Mhm. Ich kann auf jeden Fall sagen, Wertschätzung ist unheimlich, unheimlich wichtig. Dem Menschen Aufmerksamkeit schenken, dein Ego wirklich in die Ecke zu stellen. Mhm. Also es gibt nichts Schlimmeres als cool zu sein. Ja, ich sag mal, cool ist uncool. Wenn du selber cool sein willst, dann wird das nie was, sondern wenn Leute zu dir sagen, du bist ein cooler Typ, dann hast du Charisma ausgeübt. Aber wenn du selber cool wirken willst, wirkst du gar nicht. Und das, ja, genau. Ne? ganz genau. Ich kann das gar nicht. Aber genau so. Aber völlig selbstlos zu sein, einen gesunden Optimismus zu haben, nicht immer zu sagen, das geht nicht oder das kann ich nicht oder das ist mir zu schwer. Oder, weiß ich nicht, es kommt auch auf die Körperhaltung an. Eine wichtige Geschichte, die ich in der Zwischenzeit gelernt habe, ist, wenn du in dir ruhst und in dir positiv bist, ist deine Körperhaltung immer richtig. Mhm. Also da brauchst du gar nicht groß über Körperhaltung zu diskutieren, sondern wenn du in dir ruhst und in dir positiv bist, dann musst du dich nicht um deine Körperhaltung auch noch kümmern, sondern dann rockst du die ganz von ganz alleine. Ja. Du hast eben so schön gesagt, wie Ego aus und diese Bedingungslosigkeit, das klingt ja so einfach, ne? Das ist ja, mach halt mal das Ego aus und sei halt mal bedingungslos. Das ist, wenn du das zum ersten Mal hörst, denkst dich, was redet der Kerl? Ja, das ist, was bedeutet dieses Bedingungslose für dich? Bedingungslos? Ich musste das auch erst lernen. Also dieses Ego in die Ecke stellen und sich nichts zu nahe kommen lassen. Es gibt immer Hater, dann beachte sie nicht. Es gibt immer Negativität, beachte sie nicht. Ein Leitsatz, den ich vor einem halben Jahr gehört habe und der bei mir alles verändert hat, war, was du beachtest, verstärkt sich. Mhm. Das kannst du auf alles packen. Und du kannst es auf deine Beziehung packen. Alles, was du positiv wahrnehmen kannst, nimm es positiv wahr und es verstärkt sich. Du kannst dich auch auf das Negative stürzen, verstärkt sich auch. Aber dadurch entwickelst du weder Charisma und noch Erfolg. Mhm. Und es ist, wenn du dich positiv fokussierst und wirklich das siehst, was im Leben Gutes dir widerfährt, dann ändert sich alles für dich. Und dann ändert sich deine Ausstrahlung, dann ändert sich deine Körperhaltung, dann ändert sich dein Weg, mit anderen zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, so das ganze Geheimnis.
Das heißt, erstmal den Fokus auf die positiven Dinge richten. Ne, was du, ne, wo du deine Aufmerksamkeit hinschickst, wo du deine Energie hinschickst, das machst du größer, machst du stärker, das verstärkst du, du hast es gesagt. Und du hast gesagt, ne, Dinge nicht zu nah an sich ranzulassen, wenn Negativität kommt. Stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite, wie wichtig ist für dich das Thema Nahbarkeit, also andere Menschen auch nahbar an sich ranzulassen, auch so auf dieser emotionalen Ebene, auf der Herzebene und nicht nur eben dieser ja, immer positiv, immer alles super, alles geil, ne, immer Smile, aber da ist ja auch viel Maske dann dabei oftmals. Ja. Es ist unheimlich wichtig, dass du dich, oder anders gesagt, du darfst dich gerne auch Leuten öffnen oder Personen öffnen. Du musst dich nicht jedem öffnen. Du bist zu niemanden oder bist niemanden zu irgendetwas verpflichtet. Aber du darfst auch Fehler zugeben. Das macht dich nahbar. Ich weiß noch damals bei der Bank, als ich bei der Bank gearbeitet habe, war ich halt auch Trainer und Coach und habe vor der Crowd gesessen und irgendeiner rief dann mal aus dem Publikum: Görke, du bist doch auch durch die Prüfung gefallen und sogar durch mündliche, ja? Und dann habe ich gesagt, ich so, ja, du hast recht. Ja, was willst du uns denn jetzt erzählen? Ich so, pass mal auf, mein Freund, ich weiß, wie es nicht geht. Ja. So, von dir lernen. Und so, das war so dieser Schlüsselmoment oder ein Schlüsselmoment für mich auch, dann zu sagen, hey, du darfst auch Fehler zugeben, weil dann sind dir die Leute noch viel wohlgesonnener, weil du siehst keine perfekte Fassade mehr. Und ist was gebröckelt und ich kann mich viel besser mit dem jetzt identifizieren. Mhm. Und da habe ich das Ego dann auch abgelegt. Ne? Da habe ich es allerdings auch, muss ich sagen, unbewusst abgelegt und habe es noch zu einer Technik gemacht, was mittlerweile bei mir anders geworden ist. Also ich bin sehr viel dankbarer. Der André guckt ja gerade zu, den nervt schon, dass ich mich ständig bei ihm bedanke. So, der baut eine Internetseite und macht alles, was für mich im Social Media Bereich so gerade aufkommt. Und ich kann ihm eigentlich gar nicht genug danken. Und er sagt schon, jetzt hör mal auf damit. Ne? Also. Glaubst du, dass Charisma, ein besonderes Charisma, auch Mut braucht? Ja, absolut. Also da ergänzen wir uns, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Wenn du innen okay bist, wenn du innen, oder sagen wir mal so, wenn du innen glänzt, dann scheinst du nach außen. Und wenn du innerlich dich mit dem Thema, ja, ich gehe mal einen Schritt weiter aus der Komfortzone heraus, weil da wachse ich, beschäftigst, dann machst du einen ungemeinen Schritt nach vorne. Und und dann glänzt du von innen, dann bist du mutig an einer Sache dran gewesen und du hast deine eigene, ich nenne es jetzt mal, deinen eigenen Respekt besiegt, deine eigene Angst besiegt und kannst wieder stolz auf dich sein. Und dadurch, dass du diesen Schritt gegangen bist, ist es so, dass du innerlich wieder ein Stück weit gewachsen bist und das lässt du auch nach außen scheinen. Mhm. Da ergänzen sich unsere Seminare sehr gut. Ja, ich bin sehr gespannt auf deins. Meins kennst du ja schon. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du da so aus dem Hut zauberst im Januar. Aber da kommen wir am Ende nochmal drauf, was du da vorhast. Was für Momente gab es denn für dich in deinem Leben, wo du besonders mutig warst oder mutig sein musstest und es am Ende auch warst, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Eiskalt erwischt. Ja, ne? Wo war ich mutig? Das war dieses Thema, wir machen das spontan. Ja, ne? Das ist das Schöne am Live-Podcast, es gibt vorher keine Fragen, aber es ist völlig okay, weil das macht dich ja gerade nahbar, also, dass du nachdenkst. Sagen, ja, also mutig, ich muss ganz ehrlich sagen, immer wieder, wenn ich auf eine große Bühne gehe, ja, dann schlottern mir die Knie. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, warum das so ist, weil ich habe Bock drauf, ich will das auch. Ich habe mir letztens, ich glaube, Tobi Beck hat es auch gesagt, Neugier und Angst lösen die gleichen Emotionen aus. Mhm. Und mir sind dann immer so die Knie geschlottert und ich habe mich nur immer gefragt, ich so, was passiert denn da unten? Oben bist du cool, unten ist, was ist da? Ja. Ne? Und von dieser Geschichte hatte ich immer wieder absoluten Respekt. Und ich glaube auch da, wenn ich mich damit permanent beschäftige, dann ist es so, dass es auch immer wieder kommt. Deswegen, ich darf mich damit auch nicht beschäftigen. Und da ist es
da benötigt man auch einen großen Schritt Mut, auf diese Bühnen dann zu gehen, ja. Hat sich Mut gekostet, auch wirklich einen Schritt rauszugehen ins Unternehmertum? Ich meine, du warst über wie viele Jahre? Knapp 20 Jahre, glaube ich, angestellt als Trainer. Alt schon? Bitte? so alt bin ich schon? Nein, ich bin schau mal, ich bin seit 1993. Ich bin jetzt 42. Und seit 1993 bin ich quasi im Vertrieb und war ich angestellt. Mhm. Inzwischen habe ich mal anderthalb Jahre die Selbstständigkeit genossen, ehe es dann steil bergab ging. Wobei es auch ganz am Anfang steil berghoch ging. Das war mir alles viel zu einfach. Mhm. Aber bevor es richtig gut abgehen kann, ich glaube, dann geht es nochmal richtig steil bergab. Ja, das sagt irgendwie jeder. Das ist erschreckend, ne? Ja. Kann jeder Unternehmer bestätigen. Also es ist auf jeden Fall jetzt gerade, ja, du hast recht, ein Stück weit mutig von mir, in diesen Speaker-Markt zu gehen, weil ich ja vorher nur als Trainer und Coach gearbeitet habe und das Ganze einfach ein bisschen größer mache. Mhm. Als Trainer und Coach konntest du immer interagieren, warst du ganz nah an den Leuten dran, jetzt sind sie ein bisschen weiter weg. Du kannst immer noch interagieren, aber es ist trotzdem ein bisschen anders. Und du lässt quasi so dein festes Gehalt, lässt du links liegen. Mhm. Ja? Wir waren gerade noch beim Burak im Livestream. Ja, aber du warst auch drin, sehr schön. Ich hab's mir auch angeschaut, ja. Und da geht's ja um Festgehalt, um wie machst du es größer, um wie verkaufst du dich besser. Ne? Und da spielt Charisma natürlich auch eine große Rolle. Aber ich muss sagen, da habe ich das Festgehalt beiseite geschoben und jetzt muss das funktionieren. Es geht gar nicht anders, als dass es funktionieren muss. Und auf diesem Weg durch diese Wesensveränderung, und das ist auch das, was ich auch am 17. mit dir zusammen auf der Bühne noch auch erzählen möchte, dass durch meine Wesensveränderung habe ich Leute in mein Leben gezogen, die ich vorher nie für möglich gehalten hätte, dass die mit mir irgendwas aufbauen wollen. Mhm. Und da sind mir Sachen passiert, die ich jetzt, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und wo ich mir nicht mehr so den großen Kopf machen muss, das muss jetzt funktionieren. Es muss funktionieren, weil es meine Leidenschaft ist. Ja. Aber es muss nicht mehr funktionieren, weil ich damit Geld verdienen will. Das ist spannend. Du hast gesagt, deine Wesensveränderung. Was hat sich verändert oder was hast du verändert und wie kam es dazu? Also bei meinem Ex-Arbeitgeber ging es darum, dass der Vertrieb ausgelagert wurde und in ein anderes Unternehmen gepflanzt wurde und mein Job es so nicht mehr gab. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt musst du dir irgendwie einen anderen Job suchen. Ich hatte zwar Angebote innerhalb dieser Firma auch als Coach zu agieren, war aber nicht wirklich ein Coach, war eher so ein Betreuer. Und ich musste einen Weg suchen. Und dann habe ich mich gefragt, Mensch, 8 Stunden lang, vorher waren es immer 4 Stunden Homeoffice, 4 Stunden warst du on Tour auf der Bühne und hast performt und jetzt bist du irgendwann 8 Stunden lang wieder in irgendeinem Büro, das wollte ich nicht. Mhm. Und hab mir dann gedacht, so, was gibt es jetzt? Ich will für mich selber verantwortlich sein. Was machst du mit deinem Hund? Ja, ich hab einen Hund, ich habe eine französische Bulldogge, die guckt mir die ganze Zeit zu. Was machst du mit dem? Der ist auf einmal dann irgendwo anders oder ich muss den abgeben. Das wollte ich einfach nicht. Deswegen habe ich mich angestrengt und habe mir Bücher gekauft, geholt und aus Persönlichkeitsentwicklung, wie kann ich mich jetzt auf neue Begebenheiten vorbereiten? Und dann ist mir ein Buch in die Hände gefallen, es hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet und seitdem bin ich Feuer und Flamme für diese Tätigkeit und ich habe darin jetzt auch nicht nur sowieso meine Leidenschaft gehabt, sondern jetzt auch meine Berufung gefunden. Welches und Buch war das? Das Buch von Wir wissen. Das ist lustig. Die Autobiografie von Hugh Hefner. Nein. Es ist viel, viel platter momentan. Momentan wird der Markt dazu geschmissen mit diesen kostenlosen Büchern. Ja. Und da ist eins mir in die Hände gefallen, das war vom Content wirklich gut. Ich habe es nicht erwartet, es war wirklich gut. Und das war von Alex Fischer, Reicher als die Geister. Ich wusste, dass dieses Buch jetzt kommt. Weil jeder dieses Buch so einleitet. Ich habe es hier auf dem Schreibtisch liegen sogar gerade. Das ist halt, ich ziehe so viel, du siehst das hier auch an diesen Fähnchen, ne? Ich ziehe so viel aus diesem, nee, da ist die Kamera, so viel aus diesem Buch raus. Bin ich total bei dir. Ist für mich eins der besten Bücher zum Thema
Unternehmer deines eigenen Lebens zu sein. Ja, ja wirklich in all den Bereichen. Und der Titel lässt es nicht erahnen, aber es ist großartig. Ja. Ja. Was war für dich so die krasseste Veränderung, die du selber vorgenommen hast, nachdem du das Buch, man kann ja nicht sagen, dass man dieses Buch liest, das hat ja ein bisschen was hier, man arbeitet das ja wirklich durch. Das ist hier, da sind 3 Textmarker draufgegangen bei mir, glaube ich. Das ist ja einiges, was da reingeht. Was war die größte Veränderung so für dich? Die größte Veränderung war so einmal der Glaubenssatz zu mir selbst, wirklich das Ego beiseite zu stellen. Mhm. Dann der Glaubenssatz zum Geld, also wie gehst du jetzt mit Geld um? Und viele sagen immer, Geld ist was Böses und Geld verdirbt den Charakter. Mittlerweile bin ich bei dem Standpunkt, wenn jemand sagt, Geld verdirbt den Charakter, dann hat er ja nie welches. Ja? Und da ist es dann halt unheimlich wichtig, dass man sich völlig neu fokussiert und ein ganz anderes Geld. So, ich habe gerade mal hier gelesen, so ein bisschen die Kommentare und Fragen, die wir so haben bisher, da ist einiges Schönes dabei, das werde ich gleich mal aufgreifen. Und du warst auch gerade drauf. Du hast die Veränderung angesprochen, auch so sich selber zu verändern, seine eigene Persönlichkeit zu verändern, indem man neues Wissen aufnimmt, sich für Neues öffnet. Was war das Entscheidendste, was du hinter dir gelassen hast? Was du abgelegt hast im Zuge dieser Veränderung, was dich vorher vielleicht noch blockiert hat, zurückgehalten hat oder dich nicht hat so mutig sein zu lassen, deinen eigenen Weg zu gehen, sondern nur du hast es am Anfang, da klang ja so ein bisschen Wehmut und auch so ein bisschen leichte Frustration schon durch, ja. Ganz am Anfang bei deiner Eröffnung, dass du gesagt hast, du hast für jemand anderen seine Finca auf Mallorca bezahlt durch deine Trainings, für seine Firma und halt nicht für deine Firma. Und natürlich bleibt beim Unternehmer am Ende viel, viel mehr hängen. Was konntest du hinter dir lassen, damit du jetzt diesen Mut hast, das wirklich für dein eigenes Business zu machen? Viele streben ja immer nach Sicherheit. Mhm. Und ich habe auf dem Weg zu der Selbstständigkeit, also für mich war ja klar, dass ich die Firma verlasse. Und irgendwie durch diese Wesensveränderung habe ich jemanden in mein Leben gezogen, der mir etwas gezeigt hat, was für mich erstmal völlig unglaubwürdig war und ich ihm dann mich einfach anvertraut habe. Wenn ich das jetzt aus der Metaebene, aus der Vogelperspektive nochmal betrachte, würde ich das nie wieder tun und ich kann jetzt sagen, Gott sei Dank habe ich es getan, denn es hat mir jemand gezeigt, wie man finanziell frei werden kann, ohne viel dafür zu tun, damit man sich auf seine Leidenschaft quasi fokussieren kann. Und auf einmal war die Sicherheit im Hintergrund da, trotzdem immer noch die Unsicherheit, was kommt als nächstes, was ist das, hört das irgendwann auf, was kommt dann? Und diese Sicherheit habe ich dann jetzt erstmal gehabt und konnte mich dann komplett meiner Leidenschaft hingeben und konnte dann komplett sagen, das Ding, das willst du jetzt auf jeden Fall durchziehen und du möchtest den Leuten was zurückgeben, die dir sonst die ganze Zeit auch viel gegeben haben. Mhm. Und ich möchte einfach, viele sagen mir immer, Mensch, ich würde gerne so gut verkaufen können wie du, ich würde gerne auch mal in so einen Raum reinkommen und der ist dann voll und das möchte ich Leuten quasi zurückgeben. Ich möchte die Persönlichkeit in ihnen wecken und nicht mehr, dass sie länger eine Person sind, sondern dass sie wirklich eine Persönlichkeit werden. Was ist da das, was dich persönlich am stärksten antreibt, das nach draußen zu geben? Was entfacht das Feuer bei dir immer wieder, dass die Rakete wirklich fliegen kann? Du hast ja schön, hinter dir sieht man ja schön hier dein, ja. Dein Branding. Was war die Frage? was dein Antrieb ist? Was ist der Treibstoff der Rakete? Also mein Treibstoff war immer, danke, dass du mir das beigebracht hast, jetzt kann ich das besser.
Danke, dass du mir gezeigt hast, wie ich anders wirken kann. Jetzt habe ich meine Freundin kennengelernt. Jetzt habe ich auch, ne, Burak, falls du zusiehst, jetzt habe ich bei meinem Chef eine Gehaltserhöhung bekommen. Jetzt habe ich auf einmal 10 Kunden mehr als vorher und. Und immer wieder diese Feedbacks, die haben mich angetrieben und habe gesagt, Mensch, irgendwas machst du doch richtig. Mhm. Und hab das dann auch mal aufgeschrieben. Hier hinten ist es übrigens, ne? Es sieht so aus wie das Reich als die Geißens. Ne? Ich habe es mal so ein bisschen, fast so ein bisschen gemacht. Sehr ähnlich, ja. Ja, genau, sehr ähnlich gemacht. Und hab dann gesagt, ich schreibe den ganzen Käse mal auf. Und dann muss ich das nicht immer alles den Leuten wieder und wieder und wieder beibringen. Aber dann habe ich es geschrieben und habe gesagt, nee, du musst trotzdem noch ein Seminar machen und noch ein Event und noch ein Event. Und das ist der Antrieb, also das Feedback quasi meiner Coaches, meiner Teilnehmer, meiner Leute, die immer vor mir saßen und denen ich dann gezeigt habe, wie irgendeine Sache funktioniert. Mega gut. Gab es denn in dem, das, weil es klingt jetzt, es klingt mir alles zu glatt irgendwie. Es klingt so, da gab es nie Schwierigkeiten, das ging auch mal runter, aber dann ging es doch wieder hoch. Da gab es nie Schwierigkeiten, da gab es nie Herausforderungen. Gab es Situationen in deinem Leben, wo du mal gezweifelt hast auch, wo du gedacht hast, ach, das kann alles gar nicht so einfach sein, wo du auch mal gestrauchelt hast und wo dich vielleicht auch mal der Mut verlassen hat, wo du nicht mutig warst? Boah. Also ich will nicht sagen, dass ich vom Leben geküsst bin oder irgendwie so. Ne? Ich habe keine wirklich schlimme Story. In meiner Familie gibt es ein paar Stories, die einen schon umhauen, aber meine Eltern sind mein absoluter Rückhalt gewesen, immer schon. Ich bin in unheimlich viel Liebe aufgewachsen, muss man wirklich sagen. Und ich hab sowas nicht. Ich könnte zwar emotionale Stories erzählen, aber das muss ja nicht aus familiär oder aus der Kindheit sein, aber ja. Also in deinem Weg als Trainer und als Unternehmer. Dass da irgendwo auch mal so dieser Struggle kam, wo du sagst, es ging mal runter, dass es nicht ganz so glatt gelaufen ist, wie es nach außen dann jetzt so wirkt, so wenn ich so zuhöre, das ist alles mega authentisch und alles extrem schlüssig, aber irgendwo, du hast ja selber gesagt, es gibt immer dieses Tief, wo du durch musst als Unternehmer, bis es dann wirklich nach oben geht. Gab's da Situationen, wo dich der Mut verlassen hat? Ja, also ich bin, als ich das erste Mal selbstständig war und dann die Wirtschaftskrise kam, ich hatte unheimlich viel Geld verdient, unheimlich, und auf einmal hatte ich nichts mehr. Ich bin wirklich hochgeflogen und auch ein bisschen mit der Nase oben gewesen und hab gedacht, mir kann ja nichts passieren. Und dann kam der Punkt, an dem ich wirklich ganz übel auf den Beton aufgeschlagen bin. Mhm. Ja. Das sind wahrscheinlich so die Momente, wo man dann nicht so viel Rücklagen bildet, sondern denkt, das geht ewig so weiter. Ja, ja. Wie viele von euch kennen das? Genau, ja, hier ist noch einer. Wenn ich darüber nachdenke, ja, ist das eine harte Zeit gewesen. Dann warst du arbeitslos, ne? Dann bist du zur Arge gelaufen und hast gedacht, ach du Scheiße, ne? Was sind hier für Leute und ich gehöre jetzt dazu und wie lange gehöre ich dazu? Und dann war man erstmal schon mal am Boden und dann hat man, ich glaube, 2 Monate habe ich wirklich dann auch mal gar nichts gemacht und dann habe ich mich irgendwann wieder aufgerappelt und habe gesagt, so, jetzt schreibe ich mal Bewerbung. Jetzt schreibe ich mal wieder Bewerbung, ich muss wieder irgendwo im Arbeitsmarkt stattfinden. Ich weiß ja eigentlich, was ich kann. Und dann hat das auch wieder funktioniert. All meinen Mut zusammengenommen und dann wieder zu den Bewerbungsgesprächen gefahren. Und irgendwann, auch da wieder, bei den Bewerbungsgesprächen richtig gut angekommen. Und dann hatte ich schon einen Job, aber ich habe trotzdem noch Bewerbungsgespräche gemacht. Ich war süchtig nach diesen Bewerbungsgesprächen. Ich war süchtig danach, mich zu verkaufen. Ich war süchtig danach, zu glänzen, dass Leute mir ein positives Feedback geben. Mhm. Und war dann auch schon mal stinkig, wenn dann halt der ein oder andere dann halt nicht so wollte wie ich, ne? Oder ich dann eine Absage bekommen habe danach. Am Ende konnte ich mir Gott sei Dank den Job wieder aussuchen. Aber das war schon anfangs, war das schon eine schwere Zeit, ja.
Wo hast du in dem Moment, wo du dann sagst, du hast 2 Monate nichts gemacht und dann bist du mal wieder zu Vorstellungsgespräch oder hast dich beworben, wo kam da der Antrieb wieder her, wo kam der Knackpunkt her, wo hast du das hergeholt, dann wirklich den Schalter wieder umzulegen? Weil ich glaube, das ist ja so der entscheidende Moment, der die Spreu vom Weizen trennt. Das ist ja genau der Moment, in dem sich entscheidet, wie geht's weiter? Bleibst du genau da liegen oder ziehst du dich selber wie Münchhausen am Schopf wieder aus dem Schlamm? Was hat da für dich den Unterschied gemacht? Das war 2010, als dann alles wieder anfing. Mhm. Willst du so bleiben? Und 2010, da war ich 8 Jahre zurück, 34. Anfangs war es holprig, aber dann hat es immer besser funktioniert und dann habe ich den Mut und auch dieses innere Wohlgefühl auch wiedergefunden und dadurch dann, ne, das Charisma entwickelt, um Leute wieder für mich zu gewinnen. Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt und auch den Bogen dadurch finde ich schön geschlossen. Das ist auch, glaube ich, für jeden greifbar ist, was der entscheidende Punkt ist in solchen Momenten, um dann eben auch positiv zu bleiben und zurück in dieses Charisma zu gehen, um wieder die Ergebnisse und die Menschen anzuziehen, die eben die Veränderung dann auch mit dir bewirken können in deinem Leben. Ich glaube, das ist ja ein ganz, ganz entscheidender Punkt, auch für dich, hast du gesagt, welche Menschen du dadurch angezogen hast und welches Umfeld. Abschließend noch zum Thema Charisma. Wie wichtig ist auch dein Umfeld für dein Charisma, beziehungsweise inwieweit veränderst du durch dein Charisma dein Umfeld? So eine Huhn- oder Ei-Frage so ein bisschen, ne? Ja, also ich habe schon extrem viele Leute nicht mehr kontaktiert, weil es sind viele Bedenkenträger da draußen. Und ich umgebe mich halt gerne mit Chancendenkern, muss man ganz klar sagen. Ich umgebe mich gerne mit Leuten, die mehr wollen und aus ihrem Leben auch mehr machen wollen, und einfach auch dem Erfolg entgegenstreben. Natürlich gibt es auch noch die anderen. Das sind dann meistens meine Klienten, meine Kunden, meine Coaches, ne? Mit denen umgebe ich mich genauso gerne. Ja, den möchte ich zeigen. Aber wenn sich jemand etwas nicht zeigen lassen möchte, dann lasse ich. Aber dann darf er nicht erwarten, dass er dann mit mir noch weiter den regen Kontakt hatte, den er schon vorher hatte. Ja. Also da gehe ich dann lieber einen Schritt zurück, weil meistens ist es so, dass die Leute dich eher runterziehen, als dass du sie aufbaust, weil es vergebene Gefühl ist. Und du kannst nicht alle erreichen. Aber du kannst es versuchen, mit den Leuten mal auseinanderzusetzen, aber du musst sie dann halt nicht jeden Tag sehen. Du kannst sie einmal im Monat sehen und mit denen Spaß haben, mal was trinken gehen und so weiter. Aber wenn man die permanent um sich rum hat. Ja. Einer der schönsten Sätze, die ich finde, von einem meiner Mentoren, Dennis Schamweber, dazu: Du sollst sie alle lieben, aber du musst nicht jeden mögen. Richtig. Das ist auch sehr, sehr geil. Das ist sehr, sehr geil, ja. Abschließende Frage im Lebemutig Live Podcast. Die einzige Frage, die wirklich jeder bekommt, das ist immer die Abschlussfrage. Weil, und da schließt sich der Bogen zu Dennis Schamweber, er mir diese Frage mal gestellt hat und diese Frage mein Leben verändert hat. Wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest? Der Hammer. Was würde ich sofort tun? Wenn ich keine Angst hätte, Das ist die Frage mit der meisten Stille, aber es ist völlig in Ordnung. Wenn ich keine Angst hätte, was würde ich tun? Tja, mir fällt echt nichts ein. Wenn ich keine Angst hätte, was würde ich tun? Was wäre das Erste, was du wirklich tun würdest? Tja, da ist wirklich Stille gerade hier. Was würde ich als Erstes tun? Ich kann es nicht beantworten. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich denke darüber nach. Ich liefere das nach. Wir reichen das nach. Wir machen noch ein Video dazu und reichen das. Ist gar nicht schlimm, dass es auch mal keine Antwort auf diese Frage gibt. Falsch schreibt gerade Timmy. Übrigens einer meiner besten Freunde, ja, auch ein Erfolgsdenker. Fallschirmspringen. Ich weiß nicht.
Ja, machen wir. Falsche Sprünge. Ja. Du hast es ja schon gemacht. Ja, das war ja dieser Sprung, den du da gesehen hast, war genau das Ergebnis der Frage, die Dennis mir gestellt hat. Gar nicht wegen des Sprungs oder wegen der Höhe, sondern wegen dem Kontrollverlust, wegen dem Loslassen, ja, ne, wegen dem Kontrolle abgeben an den Tandemmaster, an den du dran geschnallt bist, der dann mit dir da rausspringt und du selber die Kontrolle nicht mehr hast, weil ne, dieses immer alles im Griff haben, so eines meiner Themen war, das ganz wichtig war. Du bist noch nicht Fallschirm gesprungen bisher? Nee. Nee? Woran liegt's? Mit 42, so ein mutiger Typ wie du mit 42, noch nie Fallschirm gesprungen? Es hat sich wirklich nie ergeben. Ja, da haben wir doch was gefunden. Darf ich dich einladen, dich zu committen, das durchzuziehen? Ja, darfst du. Also ich habe gesagt, ich mache lieber einen Fallschirmsprung als einen Bungee-Sprung. Ja. Ist auch besser für den Rücken. Ja, ne, wollte ich gerade sagen. Obwohl ich muss ja sagen, ich habe ja so ein bisschen Respekt vor der Brave Mastery, ne? Ich weiß ja nicht, was mich da erwartet. Ja, da sei mal sehr gespannt, was bei der Brave Life Mastery auf dich zukommt. Ja. Da wird's den ganzen Mut brauchen. Ich würde dir empfehlen, vorher mal den Fallschirmsprung zu machen, da hast du schon mal ein bisschen Übung im Mutigsein. Okay. Ist ja Februar, ne? War Februar, ja. Richtig, richtig. Ich guck mal, ist ein bisschen kalt jetzt, glaube ich, da oben. Ja, dafür gibt's ja so Anzüge und so. Okay. Sehr, sehr cool. Okay. Commitment ist ja immer mit dem Datum verbunden. Bis wann sehen wir dich fliegen? Bis August. Bis August. Da ist auch wieder schön warm im Sommer. Sehr gut. Also 31.08.2019 schreiben wir auf. Dominik springt aus dem Flieger. Kommen wir mit dazu. Veronika wollte auch springen. Dann können wir direkt, könnt ihr direkt zusammen machen. Ja, ja, sehr gut. Ja, dann komme ich auch nochmal mit raus, das ist ja ganz klar. Sehr cool, sehr, sehr cool. Einer muss ja filmen dann. Ja. Sehr, sehr gut. Du hast dein Seminar angesprochen im neuen Jahr. Was steht da genau an? Wann steht das an? Wo steht das an? Wie kriegen wir Tickets dafür? Erzähl ein bisschen was darüber. 27.01. in der wunderschönen, magischen Musikwerkstatt im Dortmunder Hansa-Theater. Sehr geile Location, Tickets, ja. Ja, die Location ist wirklich Wahnsinn. Sie sieht größer aus, als sie ist, aber sie ist so, also ist schon Wahnsinn. Und vor allen Dingen auch ich habe ja ein paar Gastspeaker mit dabei. Also ich werde über das Thema Charisma natürlich sprechen, über das Thema Verkauf, wie verkaufst du dich richtig. Ich werde darüber sprechen, wie findest du deinen richtigen Glaubenssatz. Aber ich habe auch eine Hypnotiseurin dabei, die Silke Dumancic. Dann habe ich eine Sängerin dabei, die eine unfassbare Atmosphäre schafft. Wirklich eine unfassbare Atmosphäre schafft. Ist auch Eigentümerin des Hansa-Theaters und da habe ich sie gleich gefragt, Mensch, wenn wir schon bei dir zu Hause sind, dann können wir doch, dann kann ich das doch vielleicht gleich mit dir zusammen machen. Das ist die Inga Strothmüller, die ist der absolute Wahnsinn. Dann habe ich die Ramona Surmann dabei. Sie hat ein spezielles Prinzip Raus-Coaching entwickelt. Dazu auch später mehr, vielleicht auch auf der Event-Page. Slatjana Sakomando, Beauty-Coach oder wie nennt sie sich? Fashion-Psychologist ist dabei. Also wir greifen das Thema Change-Management in allen Facetten an. Mhm. Am Ende gehen die Leute vielleicht sogar noch anders designt raus. Ja, zumindest wissen sie auf einmal, dass... wenn sie vielleicht ein kalter Typ sind, dann sollten sie besser blaue Farben tragen. Ja, und solche Sachen. Und wir haben eine kleine, quirlige Fitnessmaus. Ich hoffe, oh Gott, sie guckt zu. Ich hoffe, das ist jetzt nichts Falsches gewesen. Christine Erdmann, Fit mit Chrissy, immer schön auf Instagram. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ganz, ganz tolle, tolle Frau und auch mega energiegeladen. War auch schon mal Dritte bei den deutschen Meisterschaften in der Bikini-Klasse. Also die hat auf jeden Fall es richtig drauf. Ja, also und das alles an einem Tag, das ist mal ein ordentliches Programm. Alles an einem Tag ist natürlich auch so ein Teaser natürlich für Folge-Events, aber ich kann sagen, die da sind, die werden es nicht bereuen und es wird der absolute Knaller. Bin ich sehr gespannt. 27.01., ne? Tickets gibt's unter raketenstart.dominikgoerke.de. Packen wir in die Shownotes.
Sehr cool. Oder machst du gleich nochmal einen Kommentar hier auch unter das Live-Video und dann findet man das auch. Du hast von deinem E-Book erzählt, 41 Tipps zu mehr, oder 42? 41? 41. 41 Tipps für mehr Charisma. Wo kriegen wir das? Das kriegen wir bei, wer bei Instagram ist, kann das in dem Linktree anklicken. Gleich oben, erste Punkt. Oder auch hier wieder Gravitation, nenne ich das ja, gravitationsrakete.dominikgörke.de. Und alles immer mit Raketen. Ne? Wir machen ja raketen-wissenschaften.de, ist auch meine URL. Sehr gut. Und da findet man demnächst alles. Also einmal das Event raketenstart.dominikgörke.de und das E-Book gravitationsrakete.dominikgörke.de. Da findet man alles. Sehr. Und das E-Book ist völlig kostenlos. Hast du vielleicht noch einen Rabattcode mitgebracht für unsere Zuschauer und Zuhörer, für die Tickets? Also bis 30.11. gibt's den Early Bird Rabatt und Early Bird ist dann auch der Code und der wird einfach groß geschrieben, durchgeschrieben und dann gibt's nochmal, ich glaube, ja, 30% gibt's nochmal drauf. Ja, mega. Dann freuen wir uns drauf am 27.01. Bei Dominik und ansonsten Facebook, Instagram, da findet man dich, hast du ja gesagt, Instagram kriegst du auch dann das E-Book, das Buch von ihm, kann ich auch sehr empfehlen. Und ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kenne Dominik jetzt ein bisschen und seinen Content verfolge ich und das kann nur gut sein. Ja. Kommt bald, ist noch nicht veröffentlicht, kommt bald am 17.11. beim Emotion Camp, 17.11. ne? Ja, genau. Beim Emotion Camp ist das erste Mal verkauft und das gibt's da zu einem besonderen Angebot. Ja, hoffentlich habe ich genug Geld einstecken, dass ich mir das leisten kann an dem Tag. da freue ich mich sehr drauf. Und möchte zum Abschluss sehr, sehr gerne natürlich auch noch die Zuschauer und Zuhörer einladen. Wenn du am 27. Bei Dominik bist und auch Lust hast, vielleicht ein bisschen mehr von mir zu hören und das Event zu besuchen, wo Dominik und ich uns kennengelernt haben, nämlich Lebe mutig und gewinne, dann eine Woche vorher, am 20., genau, da gab es dieses Bändchen, am 20.01. in Frankfurt, in einer sehr, sehr coolen Location auch, findet das nächste Mal statt, das größte Lebe mutig bisher, das es jemals gab. Dann nutze dafür auch gerne den Gutscheincode PODCAST, da gibt's 25% mit PODCAST, klein, groß, ist egal, über lebemutig.jetzt und schnapp dir sehr, sehr gerne Tickets, auch als Weihnachtsgeschenk, immer gerne gesehen, Persönlichkeitsentwicklung. Mach doch einfach das Duo draus, ne? Ticket für Dominik und Ticket für Lebe mutig und gewinne, ja? Als Rakete mutig durchstarten und gewinnen oder so. Wir überlegen uns noch was. Kann ich nur empfehlen, das Seminar war der Knaller, muss man echt sagen. Wir machen ein schönes Bundle. So zum Abschluss haben wir jetzt genug Werbung gemacht. Für alle können wir noch was verkaufen. Apple AirPods hatten wir, können wir beide sehr empfehlen. genug verkauft für heute. Dominik, mein Lieber, es war mir ein Fest, es hat sehr viel Spaß gemacht. Noch mehr Merchandise. Mehr davon an seinem Stand am 17.11. beim Emotion Campus. Mein Lieber, vielen, vielen Dank und bis ganz bald. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast, ihr Lieben. Danke für die vielen Kommentare hier. Ciao. Ciao.